So, hier haben wir jetzt unser kleines Metallteil mit einem etwas krummen Loch drin. Übrigens sollte mich mal jemand fragen, welches Werkzeug man beim Busausbau auf jeden Fall benötigt, würde ich auf jeden Fall sagen, einen Lochbohrer. Also ich benutze den ziemlich häufig. Ne? Also jetzt hier bei sowas zum Beispiel, da extra einen Metalllochbohrer in einem 32er Lochmaß zu organisieren, oh, das ist halt auch immer ein Kostenpunkt. Ne? Und mit so einem Lochbohrer, den kann ich universell einsetzen und für alle Dinge immer einfach durchballern und schon habe ich ein entsprechendes Loch. So, wollen wir mal gucken, ob das überhaupt passt. Hier habe ich meine Garnitur. Übrigens nochmal zwei Sätze zu diesen Garnituren. Oder eine Frage vielleicht. Warum müssen diese Campinggarnituren immer so ein billiger Plastikschrott sein? Und warum wirken die immer so, als wenn sie relativ schnell kaputt gehen? Also das ist schon einer von den etwas besseren. Das ist definitiv jetzt ein Kompromiss, den ich hier eingehe. Denn optisch finde ich den ziemlich gut. Aber ich verstehe halt nicht, warum die Dinger immer in so einem bisschen billigen Plastik ausgeführt sein müssen. Und diese Argumente von wegen, ja, aber das Gewicht. Was wiegt denn so ein Ding? 600 Gramm? Also, da kann mir doch keiner erzählen, dass ich bei einem Busausbau auf 600 Gramm achte. Also, da bin ich mal gespannt. Wer das macht, bitte mal das Konzept irgendwie zeigen. Die 600 Gramm beachten. Ich kann mir vorstellen, dass so ein René Krea da drauf achtet, wenn er seine Fahrradwohnwagen baut. Ne? Also, dann würde ich halt auch aufs Gewicht achten. Aber bei so einem Busausbau... ist ja dort scheißegal, ey. Also nicht scheißegal, aber bei 600 Gramm. So, das passt auf jeden Fall wunderbar. Das werde ich nochmal als Versteifung hinten an meine Profile ranhauen. Und dann habe ich da nämlich auch richtig gute Stabilität und kann daran rumreißen. Super. Also, passt. Soll ja hier irgendwo sein, oder? Warte mal, ich muss sie mal holen. Hier so irgendwie. Hier so. So, glaube ich, ne? Hier habe ich ja schon mal den einen Teil der Duscharmatur rangesetzt. Hier werde ich auch die Platte nicht verkleben, dass man die jederzeit wieder austauschen kann. Nur zur Stabilisierung, falls man hier mal ein bisschen doller reißt, damit das nicht gleich meine D-Bond-Platte kaputt macht. Und entsprechend würde ich jetzt hier oben auch nochmal so ein Blech zwischenhauen. Auch nur zur Stabilisierung, weil hier kommt jetzt mein Duschkopf nämlich ran. Ja, ich sitze jetzt hier nochmal in der Dusche. Die ist natürlich auch noch nicht fertig, aber ich wollte euch nochmal was anderes zeigen. Und zwar hier mein Belüftungssystem. Hier habe ich ja einmal meinen Abluftschlauch. An dieser Position soll ja unser Trockenklo sein. Und in der Regel liest man ja ganz häufig, dass es gar nicht erst riechen soll, dadurch, dass man Pipi von Kot trennt. Also von daher gibt es wohl gar keine Geruchsentwicklung. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier nochmal einen Abluftschlauch, um halt schlechte Gerüche rauszuziehen, beziehungsweise auch die Feuchtigkeit hier aus diesem Klo schneller rauszuziehen, weil dann stinkt es halt erst recht nicht. In der Theorie hätte man natürlich auch die Möglichkeit gehabt, hier ein Durchbruch zu machen und die Abluft nach hier zu legen. Aber jetzt habe ich auch in ganz vielen Foren gelesen, das soll man auf gar keinen Fall machen, denn wenn der Wind mal auf dem Auto draufsteht, kann es sein, dass der Wind halt diese ganze Luft hier wieder reindrückt und dann hat man genau den gegenteiligen Effekt. Dann bläst nämlich die schlechte Luft hier rein und verteilt hier den schlechten Geruch im Fahrzeug. Also ist die Lösung über einen Dachpilz bzw. Kamin. Hier ist jetzt mein Abluftrohr. Das geht jetzt hier einmal durch die Duschwand, hier nach oben. Und hier oben habe ich ja meinen Kamin, den habe ich halt hier auch legen müssen, da hier erst der nächste Punkt war, wo ich meinen Dachpilz überhaupt durchbekommen habe. Ich zeige euch nochmal schnell das Video, wie ich das Ding reingebohrt habe. Moin! Herzlich willkommen bei Richtung Himmelblau. Ich habe hier einen Dachlüfter in der Hand. Sehr, sehr klein, sehr kompakt. Kostet, glaube ich, irgendwie 12,99. Fühlt sich auch so ein bisschen so an. Aber ich wollte unbedingt so einen kleinen haben. Und warum, das zeige ich euch jetzt mal. Kommt mal mit.
Ich stehe jetzt hier vor unserem Duschbereich. Hier in diesem Bereich kommt unsere Duschwanne rein. Und da hinten ist unser Pipi-Kaka-Klo. Und damit ich nicht rausgeschmissen werde, weil ich da halt irgendwie ein bisschen zu doll Pipi-Kaka-Pu reingemacht habe, wollen wir uns einen Lüfter reinbauen, damit es halt nicht im Fahrzeug so stinkt. Dieser Lüfter soll zwei Funktionen übernehmen. Und zwar zum einen, wenn man duscht, das Wasser aus dem Fahrzeug zu transportieren und auch zusätzlich dann halt die Gerüche aus dem Fahrzeug oder beziehungsweise der Toilette raus zu transportieren. Und genau, da der Dachpilz hier an dieser Position liegt, muss jetzt unser Abluftschlauch hier einmal lang gehen. Die Grundidee war aber auch, dass wir unten hier genau an der Position, wo die heiße Luft rauskommt. Also hier ist ja unsere Elgena Warmwasseraufbereitung. Die muss natürlich auch noch befestigt werden und in die richtige Position gerückt werden. Hier schießt aber im Grunde genommen ja die warme Luft raus, die vorne von der Standheizung kommt, schießt hier in die Dusche rein. Zumindest war das unsere Idee, um hier in diesem Raum natürlich nicht nur die Duschkabine schneller trocknen zu können, sondern auch, wir werden ja unsere Neos reinhängen, wir werden nasse Sachen hier drin haben, wir werden hier unsere nassen Schuhe reinstellen. Also alles, was nass ist, wird hier in diesem Duschraum sein. Von daher ist es wichtig, dass die warme Luft hier reingeht. Aber noch wichtiger eigentlich, dass die warme Luft auch wieder rausgeht, weil sonst verbreiten wir hier im Auto einfach nur unsere warme Luft und das ist natürlich auch nicht so gut. Deswegen wird dieser Abluftschlauch, der unten vom Klo kommt, hier oben auch nochmal an der Duschkabine vorbeigehen. Ich hoffe mal, es funktioniert mit einem System. Ich hoffe mal, dass man nicht zwei legen muss. Und von daher haben wir ja hier unseren Gebläsemotor drin, der hier die gesamte Luft rauszieht, sowohl aus dem Klo als auch aus der Dusche. Und dann wird hier oben die Abluft stattfinden. Also unten warme Luft rein, hier die warme, angereicherte, nasse, feuchte Luft wieder raus über unseren Dachpilz. So in der Theorie. Ich hoffe, das funktioniert auch in der Praxis. Ich hatte im Vorfeld übrigens, guck mal, wie das hier aussieht. Ne? So sieht das in der Regel eigentlich aus, wenn ich hier arbeite, weil das ist halt einfach Arbeiten im Auto, wenn man keine Möglichkeit hat, den ganzen Krams irgendwo zu lagern oder hinzupacken, dann muss man das leider alles im Auto haben. Ist halt leider so. Ja, ich hatte im Vorfeld mal, da wusste ich noch gar nicht, wie richtig meine Lösung ist, mir hier von Truma diese ganzen Verbindungsstücke geholt. Ja, bevor ich die Wand jetzt hier zumachen kann, also meine Duschkabine soweit finalisieren kann, muss ich jetzt erstmal alle Anschlüsse legen. Hier unten habe ich ja schon meine Duscharmatur angeschraubt, da habe ich einfach einen Winkel hier an das Profil gepackt, weil ich einfach möchte, dass das nochmal so ein bisschen stabilisiert ist, sollte man nochmal ein bisschen zu doll rumreißen, dann läuft man nicht Gefahr, das Ding gleich in der Hand zu haben oder es abzureißen. Entsprechend muss ich das jetzt mit allen anderen Sachen auch machen. Also hier vor kommt ja noch meine Brause, die muss ich hier an die Wand schrauben mit dieser Duschkopfhalterung. Hier sitzt der Motor für die Abluft, der zieht ja sozusagen die Luft dann hier aus der Dusche und aus dem Klo hier raus. Und das muss ich jetzt alles einmal soweit fertig machen, das würde ich hier mit so einer Schelle auch einfach festschellen und dieses Ding da drin festkleben, glaube ich. Also relativ einfach, wobei ich sollte es so halten, dass ich diesen Motor auch austauschen kann, denn ich habe auch in einigen Foren gelesen, erstens ist er ziemlich laut, zweitens soll das Ding nicht so gut sein. Also müsste ich das Ding so bauen, ich weiß gar nicht, kriege ich den hier zur Not auch raus? Den würde ich hier gar nicht rauskriegen. Okay, dann muss ich den im Zweifel sogar davor setzen, damit ich zur Not das Ding nochmal austauschen kann. Das würde ich auch machen, glaube ich. Sicher ist sicher, ne? So wäre natürlich ideal. Dann habe ich hier noch einen Radius, habe hier meine Luft, die weitergeht. Der zieht unmittelbar nach der Öffnung. Das wäre cool, aber ich kriege das Teil nicht mehr raus. Sollte man hier irgendwas so bauen, dass man es nicht wieder rauskriegt? Das wäre ziemlich fatal, würde ich sagen. Aber meinen Lüfter woanders hinsetzen. Wie sieht es denn aus, wenn ich den draußen setze? Ja, es gibt da ja eigentlich so zwei große Platzhirschen, was so das Thema Standheizung angeht, also Ebersbecher und Truma. Die haben auch beide ihre
unterschiedlichen Belüftungsrohre und Winkel und Anschlussstücke. Ich habe jetzt hier mal einfach damals, weil ich noch nicht wusste, in welche Richtung es geht, und schon mal vorsorglich so Anschlussstücke von Truma geholt. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich, glaube ich, die von Eversbecher ein bisschen schicker finde. Der Unterschied ist nämlich, bei dem einen System ist der Schlauch innen, bei dem anderen ist der Schlauch außen. Also vom Prinzip ist das ja ein 60er Rohrdurchmesser. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, bei dem anderen System verschmälert man ja den Durchmesser und das ist nicht so gut. Aber was so dieses ganze Zusammenstecken und Handling angeht, fände ich es persönlich besser, wenn ich jetzt hier bei diesen beiden Stücken nicht nochmal ein Rohr dazwischen packen müsste, sondern wenn ich die eigentlich direkt zusammenschieben könnte. Naja, nichtsdestotrotz. Also, so sehe meine Verbindung aus. Hier kommt das Rohr hoch. Hier ist mein Abluft, meine Abluftöffnung. Und die, damit die mir jetzt auch nicht auseinandergehen, umklebe ich jetzt nochmal mit dem Gewebeband. Dieser Punkt befindet sich ja genau hier. So. Kommt hier mein Rohr rein. Und dann kommt das von unten und saugt hier ab. So sieht das jetzt aus. Ja, und dann sollte das soweit auch funktionieren, ne? Und kommt hier in das Ding rein. So. Das sieht doch sehr gut aus. So, schön fest. Und soll ich ihn hier auch nochmal festmachen? Okay, das ist natürlich ganz praktisch, dass diese Verbinder alle so ein kleines Gewinde drin haben, dass man die auch theoretisch festdrehen kann. Jetzt kann ich von hier mal gucken, wie weit er drin ist. Komplett weiter geht nicht. Sehr gut. Also wäre das jetzt hier dann meine Länge. Und an das Ende kommt ja dann irgendwie mein Motor. Also das werde ich wahrscheinlich hier noch so ein bisschen abschneiden. Aber bevor ich den Motor jetzt anbaue, würde ich den erstmal mir anhören, wie sich das Ding überhaupt anhört. Nicht, dass das Ding jetzt so ballerig laut ist und eh schon kaputt oder was auch immer oder gar nicht geht. Das wäre natürlich ziemlich blöd. So, ja, ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich wieder einige Diskussionen aufkommen. Warum, wieso, weshalb? Ihr seht es jetzt gar nicht. Ich filme mal kurz hin. So. Klar, hier bei dem Ding ist jetzt Rot plus und Schwarz Masse. Hier in dem Fall ist aber Grau Masse. Das habe ich selber schon falsch gemacht. Grau Masse, also Grau auf Schwarz und Schwarz auf Rot. So. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ding anläuft. Jetzt nur unten noch eine Sicherung reinstecken. Okay, ja, der hört sich an wie ein Motor von einer Standheizung. Der ist nicht leise, aber er pumpt natürlich hier ganz gut. Hier zieht er auch ordentlich. Also hier bläst er auch gut. Da kommt schon was an. So nebenbei, ne? Ich glaube, ihr hört das, oder?
Also der zieht hier auch schon ordentlich. Hört ihr das? Das ist schon ordentlich, was der hier saugt. Obwohl der zwei Öffnungen hat, ne? Einmal da, aber auf beiden Kanälen ist er ordentlich am Saugen. Hier kommt ja noch ein Zusatzventilator wahrscheinlich hin. Mal gucken. Der halt leiser läuft, ne? Jo, Butter bei die Fische. Ich mache erstmal Mittag und ihr müsst jetzt die 30 Sekunden ertragen. Verlängere hier gerade mal das Kabel. Wir haben das eigentlich in die Mitte gelegt, weil wir ursprünglich dachten, wir arbeiten hier mit dem Downlight. Jetzt wollen wir ja doch mit einer Routenbeleuchtung arbeiten. Von daher verlängere ich mir jetzt mal das Kabel bis hinter die Dusche hier. Und dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, da ein bisschen mehr anzuschließen, beziehungsweise den Platz und den Freiraum, das zu tun. Freiraum. Für Lampen anschließen. Für ja. Alle. Genau. Fordere ich sofort von der Regierung. So. Ja, bevor wir unseren Hängeschrank jetzt hier hinhängen und bevor wir die Seite der Duschkabine zumachen, hauen wir erstmal nochmal eine Deckenplatte rein, denn wir wollen ringsherum und überall unsere Aluverbundplatten haben, damit auch nirgendwo Feuchtigkeit an den Filz oder an irgendwelche anderen Bauteile hier kommen kann, sondern in der Duschkabine bleibt. Deswegen jetzt hier Deckenplatte kommt einmal von oben in diese Duschkabine. So, kann man sich das doch ganz gut vorstellen. Hier muss er wieder runter. So sehe das jetzt aus. Ist doch schick, oder? Kommt da auch ganz geil hin. Also, da kann ich auf jeden Fall gut mitleben. Gefällt mir. Ja, großartig, dass ihr so lange durchgehalten habt und das Video angeguckt habt. Von mir dafür schon mal einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch mal einen Daumen für das Video. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt das in die Kommentare. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank für die tollen und vielen Kommentareinträge bei den letzten Videos. Da waren echt tolle Dinge dabei. Also ihr könnt natürlich auch gerne eure Gedanken zu dem Ausbau schreiben. Ihr könnt die Gedanken zu den ganzen Videos schreiben. Ihr könnt schreiben, was ihr schlauer, schneller, besser, günstiger gemacht hättet. Das hilft ja nicht nur mir, es hilft der ganzen Community, wenn ihr eure Meinung da schreibt. Und das habt ihr in der Vergangenheit auch super gemacht. Also nochmal einen Daumen von mir dafür hoch. Großartig, das könnt ihr auch gerne so weitermachen, das würde mich total freuen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das mit dem Busausbau weitergeht, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Richtung Himmelblau weitergeht, dann würde es mich noch mehr freuen, wenn ihr uns folgt Richtung Himmelblau.